Hallo liebe Uetersen-TV-Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Janina Eggers und werde jetzt Frau Wösching, die DATS-Klassenlehrerin, über Sie und Ihren Unterricht interviewen. Also meine erste Frage an Sie ist, warum heißt die DATS-Klasse eigentlich DATS-Klasse? Also DATS, das ist die Abkürzung für Deutsch als Zweitsprache. Also in dieser Klasse werden verschiedene Schüler aus unterschiedlichen Ländern in Deutsch unterrichtet. Also Deutsch ist für diese Schüler eine Fremdsprache. Okay, und wie viele Schüler hat die Klasse und wie alt sind sie? Also sind es verschiedene Altersgruppen oder sind sie alle gleich alt? Also heute ist ein neuer Schüler zu uns gekommen, also wir sind insgesamt schon 9 in der Klasse. Und die Schüler sind zwischen 10 und 16 Jahren alt. Also erst einmal über Sie. Welche Sprache ist eigentlich Ihre Muttersprache? Ich komme aus Tschechien, also meine Muttersprache ist Tschechisch. Also kommen Sie auch aus Tschechien und sprechen Sie auch noch weitere Sprachen außer Tschechisch und Deutsch? Also meine erste Fremdsprache war Englisch. Und dann habe ich am Gymnasium auch Deutsch gelernt. Und als Hobby habe ich auch Französisch angefangen, aber da bin ich immer noch ein Anfänger. Und welche Sprachen sprechen Sie mit Ihren Schülern? Also mit den Schülern spreche ich nur Deutsch. Aber ab und zu muss ich auch Hände und Füße verwenden. Und wie sieht Ihr Stundenplan eigentlich aus? Also die Schüler haben jeden Tag 5 Stunden Unterricht. Und außer Deutsch unterrichten wir Mathe. Und unser Ziel ist es, dass die Schüler eine bestimmte Klasse bekommen, je nach dem Alter. Zum Beispiel 6-Klässler bekommen eine 6. Klasse. Und mit der Regelklasse werden die dann, wenn es gut läuft, Sport oder Kunst oder Musik machen. Schreiben die Schüler auch Tests und Arbeiten? Auf jeden Fall. Heute haben wir schon unseren 2. Test geschrieben. Und die Schüler müssen lernen, regelmäßig zu Hause etwas für die Schule zu machen und die deutsche Sprache verbessern. Haben Sie überhaupt Spaß, die DATS-Klasse zu unterrichten? Also ich habe auf jeden Fall Spaß am Unterrichten in der DATS-Klasse, aber es ist auch eine Herausforderung. Aber wenn man halt mit Spaß dazu kommt, dann läuft das schon gut. Danke, dass Sie sich hier für Zeit genommen haben und uns die Fragen beantwortet haben. Gern. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Tschüss, und das war's mit Uetersen TV.